Melodie. Okay, Mythos Panflöte funktioniert leider nicht. Schade. Okay, dann war das das, was ich testen wollte. Okidoki. Dann würde ich sagen, dringen wir in die Farm ein. Auch wenn es langsam spät wird, ich habe Wochenende. Für mich ist gerade Freitag. Deshalb kann ich das jetzt einfach noch weiter fortführen, weil ich habe gerade eigentlich... Die Story geht gerade wieder so voran, dass ich da wieder richtig gefesselt von bin. Und das würde ich dann gerne auch nutzen, um halt hier auch voranzukommen und euch mehr von der Story zu zeigen. Beziehungsweise auch die Story für euch ein bisschen voranzutreiben. Weil ich glaube schon, dass wenn man das, vor allen Dingen wenn man das erste Mal spielt, schon man ziemlich irgendwie interessiert dran ist, was passiert. War das die Farm hier? Nee, war tiefer. Ich meine, ich kenne die Story ja so grob. Beziehungsweise ich weiß auch noch einiges, aber das Spiel ist trotzdem einfach genial. Und vor allen Dingen beim ersten Mal spielen, denke ich mal, ist es auch noch ein bisschen was Überraschenderes und so. So, dann gehen wir nochmal hier hin. Und dann... Oh ne, falsch. Geht's weiter. Ja, wir können los. Dann kommt mit. Wir müssen hier am Mana-Reaktor Arbeiten verrichten. Ah, da hier sind wir auch, wo ich eben hier rumstand. Wenn ihr geradeaus geht, solltet ihr auf die Farm stoßen. Okay, okay. Ah, da ist noch was. Ihr habt jede Farm zerstört, in der ihr bislang wart. Aber wir brauchen den Mana-Reaktor, um den göttlichen Keim wachsen zu lassen. Zerstört diese Farm bitte nicht. Hast du das gehört, Rain? Es ist ja nicht so, dass ich sie aus Spaß zerstöre. Wir müssen in den Kontrollraum gelangen, damit wir die Mana-Kammer abschalten können. Meine Eingebung sagt mir, dass es wahrscheinlich der Raum ist, der am weitesten entfernt liegt. Hier wäre das also die oberste Ebene. Ach Leute, du bist mein Held. Ja, wir haben schon genug Orte wie diesen gesehen. Solche Dinge sollten also inzwischen klar sein. Also dann, suchen wir den Kontrollraum. Oh, das sieht ja mal cool aus. Ich weiß nicht, ich bin Fan davon. Davon nicht mehr. Hi, eingedingst. Hi, eingedingst. Hi, eingedingst. Ach ja, wir gehen erst links. Ach ja. Mirage Seal Pinion, okay. Was kann Mirage Seal Pinion? Chance, dass die Genauigkeit zeitweise abnimmt. Die Chance ist dann nicht mehr klein, sondern wirklich eine Chance, okay. So, was wollte ich nochmal? Sonic Sword Rain. Sword Rain und Tiger Blade, ne? Oder Tiger Blade und Demon Fang. Also sollte ich vielleicht eher auf Tiger Blade setzen und erst später auf Sword Rain. Obwohl die Attacken halt beide richtig gut sind. Wobei, wie gesagt, in der Trainingsfolge möchte ich mich auch nochmal mit Lloyds Fähigkeiten auseinandersetzen, weil da gibt es einiges, was wir noch ändern können mit T- und S-Typ und so. So, ich würde sagen, hier benötigen wir erstmal... Da kommen wir nicht durch, super. Ich gehe dann einfach mal rechts lang, weil ich vermute, dass da eventuell auch zu sein wird. Und dann wissen wir zumindest... Dass es nur den einen Weg gibt. Attack up. Very nice. Machen wir auch erstmal wieder aus. Ich weiß nicht, ob wir das mal brauchen können. Ich finde das meistens ist eine Mana-Verschwendung, weil meistens sind die KP wichtiger. Wo man in manchen Kämpfen natürlich auch eine erhöhte Verteidigung brauchen könnte. Vielleicht ganz am Anfang. Wie lange hält denn so ein Effekt? Den ganzen Kampf sicher nicht. Dann wäre das Ganze ein bisschen zu overpowered. Ah, sie hält sich einfach selber da, okay.
So, ich hau jetzt hier einfach mal mit der... Ja, mit der Faust ist falsch. Oder einfach mal mit dem normalen Angriff drauf, um ein bisschen Mana noch wieder zu sammeln. Genius hat ein Level. Wir sind schon richtig hoch, ne? 46. Ja, genau. Das möchte ich da anmachen hier. Fireball, Flame Dance natürlich und Thunder Arrow und Spiral Flare. Ja, hier ist auch keine Tür. Oder die Tür ist zu. Dann können wir den Mittelgehweg nehmen. So. Was ich mal gut fände, eigentlich wäre, wenn China ihr komisches Ding da kriegt. Aber dafür sind die Designs einfach zu schlecht, glaube ich. Also die sind nicht wirklich stark, wenn ihr das mal seht. Also, das ist schon echt ein Witz eigentlich. Hier einfach schön mit der A-Attacke drauf. Gut, alleine schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Oder würde ich es nicht alleine schaffen. Aber mit der ganzen Truppe hier. Na komm. Bam. So. Gerade Rollos mal eben runtergemacht, falls ihr das gehört habt. Ein Lichträtsel. Ist jetzt nicht so schwer gewesen, oder? Jawohl. Entschuldigung, aber das muss jetzt sein. Boom, 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 boom. Sehr schön. Vergiss es. Und du hörst auf, hier auf Genius zu schießen. Fetter Sack. Icicle, komm bitte. Bats! So, meine Lieben, das ist eine... Rain. Ich wusste nicht, dass sie das lernen kann. Also ich wusste, dass sie es lernen kann, aber ich wusste nicht, dass sie es jetzt schon lernen kann. Ray ist die Steigerung von Photon. Stößt zahlreiche Lichtstrahlen um das Ziel herum aus. Und Ray ist... Ja... Sag ich mal, eine... Attacke, die für Verbundfähigkeiten einfach nur... ist. Ich glaube, dafür muss Genius noch was anderes lernen und dann Genius und Rain zusammen so einmal BATS! Ne, wisst ihr? So, diese Kreuzung mit dem Licht darf ich jeweils zweimal besuchen. Also hier hoch, hier rum. So schon mal nicht. Da muss auf jeden Fall das Ende sein, würde ich mal vermuten. Dann würde ich es einfach mal nach dem Muster hier machen wollen. Jawohl, passt. Sehr schön. Gut, diese Lichträtsel kann ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Lichträtsel im Allgemeinen ziemlich einfach sind oder keine Ahnung. Könnt ihr mir ja auch mal mitteilen, ob was ihr von Lichträtseln haltet und ob ihr die auch so leicht findet. Oder ob das jetzt einfach nur einfache Lichträtsel waren, kann ja auch sein. Oh. Da ist ein komisches Geräusch. Die Maschinen in dieser Einrichtung hallen vom Klang des Mana-Rings wieder. Ich verstehe. Dieser Klang ist also eine Art Schlüssel zu diesem Ort. Ja, so in der Art habe ich mir das auch gedacht. Ich glaube, das glauben sie die nicht. Bing! Wow. Können wir nicht weiter nach oben fahren? Soweit ich sehe, ist es der einzige Aufzug in dieser Farm. Mit anderen Worten, die Designs verwenden diesen Aufzug auch, um noch weiter nach oben zu fahren. Was wiederum heißt, dass die Lösung einfach ist. Was sollen wir tun? Nur die Designs können ihn für uns in Gang setzen. Mit anderen Worten, wir müssen eine Situation herbeiführen, in der sie ihn bewegen müssen.
Also wie gesagt, was sollen wir tun? Lasst uns eine Störung provozieren. Zum Beispiel könnten die Gefangenen eine Revolte starten. Und dann warten wir ab, bis die Designs den Aufzug bewegen. Das ist ein gemeiner Plan. Sei still. Glaubst du, wir können es uns leisten, fair zu bleiben? Sie tun mir ein bisschen leid, aber lass es uns so machen. Wenn ihr das sagt... Ach du meine Güte. Okay. Heiliger Stab. Wow, Rain. Ein von Göttern gesegneter Stock. Muss eine unglaublich mächtige Waffe sein. Du hast also die Flucht organisiert. Autsch! Das war leicht. Es hat geklappt, Lloyd. Wir sollten jetzt besser ganz schnell mit dem Aufzug in die oberste Etage fahren. Ja, ganz schnell. Agilität. Ah, das ist so ein Ausrüstungsding. Und Weira? Es tut mir leid, aber... Weira. Eine Karte mit dem Bild von Weira. Cool. Ich wunderte mich nur, weil wegen, wer es kennt, ne? Minecraft. Feed the Beast und so, da gibt es auch ein Teil, was Weira heißt. Okay, ich kann hier... Ah, okay, verstehe. Nach rechts wäre jetzt doof. Machen wir mal hier. Kommen wir da hin? Okay, hier hin. Nach oben. Da kommen wir nur wieder runter. Hier kommen wir höher. Das ist sehr faszinierend, muss ich jetzt mal so zugeben. Nee, in die Richtung. Und jetzt hier rein. Keine Ahnung. Ah, wahrscheinlich hätten wir doch den anderen nehmen sollen. Gerade mal gucken. Gerade noch mal Glück gehabt. Da war nicht so ein Elektro-Ding, das hätte uns verletzt. Vermute ich jetzt einfach mal. Wenn es uns nicht sogar ganz runtergeschmissen hätte. Nee, wow, war sogar der richtige Aufzug. Cool. Okay, das ist auch kein Aufzug, sondern nur ein Durchgangsraum. Ach du meine Güte. Erfgeme Level 2. Okay, das Teil ist rot. Grün. Das können wir nicht ändern. Safran. Verwirrend, echt.